Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder ein Tutorial für euch und zwar wurde ich darum gebeten, mal so eine Tasche nachzubasteln, die ich in einem Craft Date schon gezeigt habe. Und zwar ist das so eine Verpackung, wo man halt so Karten reingeben kann, zum Beispiel mit Umschlägen. Die Verpackung, die ihr im Video gesehen habt, das ist mit einer Stanzschablone gemacht. Das jetzt ist extra von mir so bearbeitet, dass ihr das ohne Stanzmaschine machen könnt. Es ist ein bisschen einfacher natürlich gehalten, aber vom Prinzip her genau das gleiche. Wir werden heute eine Tasche basteln, das heißt, das hier jetzt ist eher eine Verpackung, die ich auch gut einem Mann schenken könnte, weil gerade Formen, nichts groß geschnörkeltes. Und heute möchte ich aber für meine kleinste Tochter eine Tasche basteln und zwar mit Henkel und Pipapo. Und ich zeige euch jetzt als erstes mal, was ihr dazu braucht. Ihr braucht einmal Cardstock. Ich habe hier den vom Action genommen. Einfach ein Bogen von dem braucht ihr. Und ich habe mir noch Designerpapier genommen von diesem einem älteren Block, den ich noch hatte. Habe ich dieses Papier hier verwendet. Und schon zugeschnitten. Die Maße gebe ich euch natürlich, selbstverständlich, wieder an. Vorzu. Das ist das Erste, was ihr braucht. Dann braucht ihr für den Henkel ein Stück vom Band. Passend natürlich zur Farbe. Da könnt ihr da, seid ihr natürlich frei vom Design her. Und weil meine Kleinste die Mini-Maus so gerne mag, habe ich hier Mini-Sticker, die ich auch noch verwenden werde. Was ihr auch noch braucht, um die Henkel zu befestigen, ist so ein Tacker. Und ich habe noch so Glitzersteine und den Verschluss mache ich persönlich mit diesen, das sind so Klettverschlüsse. Man kann aber auch Magnete verwenden oder man kann sich eine Lasche basteln oder man kann das mit einem Verschluss machen, mit einer Kordel. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann es auch komplett ohne Verschluss lassen. Das habe ich hier so gemacht. Hier ist gar kein Verschluss drauf. Ja, da könnt ihr wirklich, da seid ihr auch relativ frei. Gut, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Als erstes nehmen wir uns unser Falzbrett. Wenn ihr kein Falzbrett zur Hand habt, könnt ihr das auch alternativ euch mit Bleistift vorzeichnen und dann mit einem Messerrücken zum Beispiel euch Falznoten ziehen. Das geht auch. Wir müssen falzen. Einmal an der kurzen Seite von so einem A4-Bogen bei einem Zentimeter und bei 2,5 Zentimeter. Und das jeweils auf beiden Seiten. An der langen Seite müssen wir das Ganze auch noch falzen. Und zwar bei 8,5 cm, bei 10 cm, bei 21,5 cm und bei 23 cm. Jetzt geht es schon ans Zuschneiden. Ich habe euch mal, weil man hier drauf die Falzlinie nicht so gut erkennen kann, das schon vorbereitet. Wenn ihr nun fertig gefalzt habt, müsst ihr euer Papier jetzt so aussehen. Überall, wo diese Linien sind, wurde gefalzt. Das, was hier schraffiert wurde, das wird jetzt gleich weggeschnitten. So, jetzt muss ich mir das noch richtig hinhalten mit der richtigen Seite nach oben, sonst schneide ich gleich die falschen Stücke weg. So, als erstes schneide ich hier unten in die erste Falz hinein, schneide das weg. Und zwar komplett bis da oben. Und das mache ich auf der anderen Seite auch. So.
Als nächstes schneide ich mir hier diese eine Lasche und dasselbe auch auf der gegenüberliegenden Seite. So. Dann kann noch weg hier oben alles das auf der Seite hier. Hier oben kann noch mehr weg. Aber im Zweifelsfall lieber einmal was stehen lassen und dann hat man vielleicht einen Moment lang zu viel Papier, als wenn man dann im Nachhinein merkt, dass man zu viel weggeschnitten hat. Aber das oben wird ja die Lasche. Das seht ihr dann gleich. So. Was wir jetzt noch machen müssen, wir haben hier eine Klebelasche. Da aber das untere Stück nicht so lang ist, sollte die nicht bis ganz nach oben hin, sondern etwa in der Mitte. Ich mache das wirklich Pi mal Daumen und werde das im Nachhinein noch nachbessern, wenn ich merke, dass ich zu viel habe stehen lassen davon. Schneide hier in die erste Falz rein, schneide von oben hin dieses Stück weg. Schräge mir das oben ein bisschen an, habe jetzt hier so eine Klebelasche. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite, also wirklich so ungefähr die Hälfte. Ein bisschen anschrägen. So, jetzt müssen wir das Ganze erstmal nachfalzen. Also alle Falzlinien, die wir uns gezogen haben, einmal kurz nachfalzen, dann klebt sich's nachher auch besser. Aber bevor wir kleben, werden wir dann noch die Mattung aufkleben. Für die Mattung braucht ihr ein Stück Designerpapier in der Größe 15,5 mal 11 cm, ein Stück 15,5 mal 8 cm und ein Stück 15,5 mal 6,3 cm. Ich habe hier nochmal ein Stück, das benutze ich ganz zum Schluss, wenn ich den Henkel angebracht habe. Das kommt dann hier oben drauf. Das hat die Maße 15,5 mal knapp 1,5 cm. Da könnt ihr auch ein bisschen kleiner nehmen als 1,5. Aber dass das hier danach schön abdeckt, damit man diese Heftklammern nicht sieht. Genau, das klebe ich mir jetzt kurz auf. So, ich habe gerade bemerkt, als ich das so ein bisschen zusammensetzen wollte, dass ich hier zu viel habe. Das heißt, ich kann mir diese zwei Laschen hier, die jetzt da noch überstehen, auch noch wegschneiden. Tut mir leid, das war der Vorführeffekt.
Aber macht ja nichts. Wegschneiden geht ja immer. Dran setzen wäre jetzt schwieriger gewesen. So, ihr seht, ich habe das jetzt beklebt und jetzt geht es schon ans Zusammenbauen. Ich kann mir jetzt hierfür auf diese Laschen Kleber aufgeben. Und falte das um. So. Muss es ein bisschen anziehen lassen. So sieht jetzt die Tasche aus. Und die werde ich jetzt gleich noch dekorieren. Wenn ihr jetzt den Verschluss machen möchtet, könnt ihr das, wie gesagt, ihr könnt jetzt eine Lasche euch bauen, was auch immer. Ich mache das jetzt, wie schon erwähnt, mit diesen Klettverschlüssen. Gebe mir hier oben einen auf. Schließe das. Nochmal gut andrücken. So, und schon haben wir das Ganze. Als nächstes mache ich mir das Band an, den Henkel sozusagen. Hierfür nehme ich das Band und halte das hier fest und tacke das einmal fest. So, das Ganze mache ich. Und die Länge könnt ihr natürlich bestimmen, da müsst ihr ein bisschen schauen, wie lang die Arme von dem Kind sind, dem ihr das schenken möchtet. Oder so. Den Henkel habe ich mir jetzt befestigt. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch von innen das noch verblenden mit einem Stück Designerpapier oder auch mit Cardstock. Das werde ich jetzt nicht machen. Aber von hier außen würde man ja jetzt diese Klammern sehen. Und da klebe ich mir jetzt gleich noch dieses Stück auf. Und dann sind auch diese Klammern verschwunden. Meine Kleine steht jetzt schon neben mir und schaut zu, wie ich diese Tasche für sie mache. So, jetzt geht es auch schon ans Dekorieren. Schauen wir mal. Welche Minnie Maus sollen wir nehmen? Diese? Sie hat diese gewünscht. So, dann machen wir das doch. Setzen wir hier die Minnie Maus drauf. Dann vielleicht noch so einen Mini-Spruch. Sieht auch noch toll aus hier oben. So. Und dann passend. Bei Minnie sind jetzt gelbe Steine. Rosa würde aber, glaube ich, auch. Ja. Verschwindet fast ein bisschen zu sehr. Nehmen wir gelb. Hm? Ja. Ja. Okay. Nehmen wir gelb. Hier vorne einen gelben. Ui! Einen gelben Glitzerstein. Ich habe natürlich. So. Diese Blume kommt auch noch mit drauf. So. Das war's schon. Und schon habt ihr eine komplett fertig gebaute Tasche mit Henkel zum Öffnen, Schließen.
da drin haben jetzt wirklich, wie gesagt, Platz. Na, die genau nicht. Aber Karten inklusive Umschläge haben da drin Platz. Also wenn ihr ein Geschenk braucht und ihr wollt vielleicht jemandem Karten schenken, der vielleicht nicht so gerne bastelt oder das nicht kann, oder dann könnt ihr so eine Tasche bauen, ein paar Karten von euch mit reingeben, die derjenige dann selber wieder verschenken kann. Beim Design dieser Tasche, was das obere anbelangt, könnt ihr wirklich spielen. Also kann man relativ viel machen. Was man einfach darauf achten muss, ist, dass man hier nicht zu viel wegschneidet. Nicht, dass dann hier, das geht ja nicht bis ganz oben hin. Das ist das Einzige, worauf ihr achten müsst. Ich finde aber auch diese Tasche so schön. Mit der geraden Form gefällt mir auch sehr gut. Das wäre die Tasche. Ich zeige euch nochmal die andere zum Vergleich. Ohne Henkel. So. Ich hoffe, euch hat mein Tutorial gefallen. Es war einigermaßen verständlich. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und wenn ihr mögt, dürft ihr das gerne auch wieder teilen in meiner Facebook-Gruppe. Und ja, mir zeigen, was ihr so gewerkelt habt mit dieser Idee. Ich wünsche euch jetzt eine ganz kreative Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!